Ich habe manchmal richtig Bauchweh, wenn ich Schuldgefühle habe. Das sagte mir ein Student in diesen Tagen. Und er machte sich Sorgen, ob das vielleicht krankhaft sein könnte. Ich denke mir, es gibt prinzipiell übertriebene und falsche Schuldgefühle. Gleichzeitig, wenn ich etwas Liebloses oder Unehrliches getan habe und dann ein schlechtes Gewissen habe, dann ist das für mich prinzipiell eine gesunde Reaktion. Ich möchte mein schlechtes Gewissen prinzipiell ernst nehmen. Ich möchte es nicht schönreden und auch nicht verdrängen. Ich möchte es anschauen. Und wenn es mich mal auf meine eigenen Fehler hinweist, dann möchte ich versuchen, diese wieder gut zu machen. Und besonders befreiend ist es für mich, wenn ich immer wieder beten kann: Gott, Jesus, verzeih mir meine Sünden. Ich denke da an den heiligen Franziskus von Assisi. Von ihm wird berichtet, als er einmal über seine Sünden seiner Vergangenheit nachdachte, da hatte er ein besonders schlechtes Gewissen. Und er begann immer wieder zu beten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann spürte er zunehmend eine unaussprechliche Freude in sich. Ich denke, wir können Ähnliches erleben, wenn wir unser schlechtes Gewissen nicht einfach verdrängen, sondern prinzipiell ernst nehmen und immer wieder beten: Gott, sei mir Sünder gnädig.